Setze dich mit gestreckten Beinen auf deine Matte. Fersen drücken in den Boden, Zehen zeigen zu dir. Die Stabhaltung, Dandasana. Ziehe mit der nächsten Einatmung dein rechtes Knie zu dir heran und lege deinen rechten Fuß unter dein Gesäß. Einatmen, strecke dich nach oben. Ausatmen, komme aus der Hüfte heraus nach vorne. Umfasse deinen linken Fuß oder lege die Hände auf deinem Schienbein ab. Variation der halben Vorwärtsbeuge, Jano Shirasana. Schließe deine Augen und versuche mit jeder Ausatmung aus der Hüfte heraus mehr loszulassen. Jano Shirasana stärkt den Rücken, Lenden und Hüfte und macht sie beweglich. Strecke dich mit der nächsten Einatmung, mache dich ganz lang. Ausatmen, Namaste. Komme nach vorne, winkle dein linkes Knie an und lege es vor deine Hüfte. Das rechte Bein ist gestreckt. Umfasse deine Ellbogen hinter deinem Rücken und richte dich auf. Lasse deinen Blick zum Himmel schweifen oder schließe die Augen. Die halbe Taube. Ekkohastapada Kapotasana. Atme tief in deine Hüfte und Leisten. Diese Asana öffnet den Brustkorb und stärkt Herz und Lunge. Setze deinen rechten Ellbogen an die Außenseite deines linken Knies. Lege deine linke Handfläche auf die rechte in Namaste und lasse deinen Blick über deinen linken Oberarm schweifen. Spüre in die Drehung deiner Wirbelsäule und versuche dich mit jeder Ausatmung ganz sanft noch etwas weiter in die Drehung fließen zu lassen. Lege jetzt deinen rechten Unterarm parallel zu dir auf den Boden und strecke deinen linken Arm zum Himmel. Dein Blick richtet sich zu deiner linken Hand. Genieße die Dehnung und spüre in die Öffnung des Brustkorbes. Diese Variation von Ekkohastapada Kapotasana macht die Wirbelsäule seitlich flexibel, dehnt die Flanken und baut die mittlere und obere Rückenmuskulatur auf. Ausatmen, löse die Stellung. Komme in die schiefe Ebene, Chaturanga Dandasana, und spüre die Kraft in dir. Spanne deine Beckenbodenmuskulatur fest an. Deine Arme sind gestreckt, dein Körper bildet eine Gerade. Achte auf dein Gesäß, lasse es nicht durchhängen, strecke es aber auch nicht zu weit nach oben. Es sollte eine Linie mit deinem Rücken und deinen Beinen bilden. Ausatmen, gleite zum Boden. Einatmen, komme in den heraufschauenden Hund. Ausatmen, drücke dich in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Deine Arme sind ganz gestreckt, deine Fersen ziehen Richtung Boden. Schiebe dein Steißbein nach oben und atme tief. Adho Mukha Svanasana entlastet die Lendenwirbelsäule. Durch die Streckung der Brustwirbelsäule und die Dehnung der Achselhöhlen unterstützt diese Asana, einen Rundrücken vorzubeugen und bereits vorhandene Fehlhaltungen zu korrigieren. Einatmen, strecke deinen rechten Fuß zum Himmel. Ausatmen, bringe ihn zwischen deine Hände. Setze dich auf deinen linken Fuß. Einatmen, strecke deine Arme, mache dich ganz lang. Ausatmen, lasse dich aus der Hüfte heraus nach vorne, über dein rechtes Bein fließen, in Jano Shirasana.
Jhana Shirsasana harmonisiert das Sonnengeflecht, dein Energiezentrum im Bauchraum und entwickelt Geduld, Hingabe und die wunderschöne Fähigkeit loszulassen. Strecke dich mit der nächsten Einatmung, mache dich ganz lang. Ausatmen, Namaste. Komme nach vorne, winkle dein rechtes Knie an und gleite in die halbe Taube. Umfasse deine Ellbogen hinter deinem Rücken und richte dich auf. Dein linkes Bein streckt sich nach hinten. Ekapada Rajakapotasana macht die Hüfte, die Wirbelsäule und Schultern beweglich und entwickelt allgemein die rückbeugende Flexibilität. Setze deinen linken Ellbogen an die Außenseite deines rechten Knies. Lege deine rechte Handfläche auf die linke in Namaste und lasse deinen Blick über deinen rechten Oberarm schweifen. Atme ruhig und bewusst in die Dehnung. Lege jetzt deinen linken Unterarm parallel zu dir auf den Boden und strecke deinen rechten Arm zum Himmel. Dein Blick richtet sich zu deiner rechten Hand. Genieße auch auf dieser Seite die Dehnung und spüre in die Öffnung deines Brustkorbes. Atme langsam, tief und bewusst. Ausatmen, löse die Stellung. Ein, komme in Chaturanga Dandasana. Achte auf dein Gesäß und spanne deine Beckenbodenmuskulatur wieder fest an. Das unterstützt die gerade Haltung des Beckens und des unteren Rückens. Chaturanga Dandasana vitalisiert den ganzen Organismus, stärkt die aufrichtende Muskulatur, besonders die Arme und den Schultergürtel und bringt den Kreislauf in Schwung. Aus, gleite zum Boden. Ein heraufschauender Hund, Urdhva Mukha Svanasana. Halte die Stellung. Achte darauf, dass du nur so weit nach oben gehst, wie es sich für deinen unteren Rücken angenehm anfühlt. Ellbogen sind dicht am Körper. Dein Kopf gleitet sanft in den Nacken. Deine Po- und Beckenbodenmuskulatur ist fest angespannt. Ziehe die Schultern immer wieder weg von den Ohren. Aus, herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Presse die Mittelfinger kräftig in die Matte. Fersen ziehen zum Boden. Kopf, Kiefer und Nacken sind ganz entspannt. Atme tief und versuche mit jeder Ausatmung deine Fersen weiter zur Matte gleiten zu lassen. Ein, strecke dein linkes Bein zum Himmel. Aus, bringe deinen linken Fuß zwischen deine Hände. Ein, jetzt auch den rechten Fuß nach vorne. Aus, lasse dich tief in die stehende Vorwärtsbeuge gleiten. Ein, komme mit geradem Rücken nach oben, mache dich noch einmal ganz lang. Aus, senke deine Arme. Halte deine Augen noch einen Moment geschlossen und bringe deine Aufmerksamkeit in dein Sonnengeflecht, dein Energiezentrum im Bauchraum.